willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Angendorf Map mit dem Pixel, Freezy und Randy. Hallo. Moin. Randy. In the house. Jo. Warum seht ihr nichts an? So, Freezy, dann sag mal an. Was denn? Ja, was du jetzt gerade offscreen erzählt hast, das wolltest du jetzt ja auch ansprechen. Er traut er sich nicht. Ja, er hat gerade so über den YouTuber hergezogen und jetzt traut er sich nicht öffentlich anzusprechen. Weißt du, das finde ich an Freezy so scheiße, ja? Weißt du, großes Maul zwischen den Aufnahmen, aber wenn es dann, ja, dann sagt er wieder nichts. Freezy? Ja, ich weiß nicht, über wen ich gelästert habe. Wie war das mit Unge? Ach, so ein Unge? Ja, Unge ist fertig. Ach, der ist fertig, okay. Der ist fertig. Alles klar, bist fertig, Simon. War schön mit dir, Simon. Nee. Wie war das mit der Lena? Nee, Lena ist die. Lena Meyer Landgut? Nee, Lena Vanille. Ach, war das nicht die, die da mal auf so einer Reise da irgendwie naja, dabei war? Naja, das kleine Standgebläse. Ist wirklich klein. Also ich glaube noch kleiner wie Chico. Also die muss irgendwas um die 1,40, 1,45, 1,46 muss die Löwe sein. Die ist wirklich... Das ist äußerst handlich. Die ist sehr handlich, ja. Mal kurz anpacken, hochnehmen. So, jetzt sitzt sie eine Etage höher, bis der Hüft. Komm auf Randy Shows. Amimi hat da schöne Parodien gemacht, die so als Pikachu vertönt. Ach, so. Jetzt weiß ich, wen du meinst. Ja, Mann. Ja, alles klar. Dieses Rentier da, ja, als Papier, ja. Da, der Mimi. Das war damals cool. Pikachu, kannst du was anderes sagen? Pika. So, Sämaschine abstellen. Und dann schauen wir mal. Was ich bei ihr so relativ interessant finde, die hat so ein, wie hieß die Seite, so ein Tumblr-Style an sich. Also Tumblr ist so ein komischer Blog von damals, da haben Leute so gerne mal Depri Sachen geschrieben. Gibt's lieber heute noch, wenn mich nicht alles täuscht? Ja. Ja, die so auch so, also Wahnsinn. Wenn was heißt so Depri Sachen? Also so. Ja, da kommen dann halt solche Sachen manchmal wie die nächste Liebe oder Freunde, die dich lieben, sind wahre Freunde oder irgendwie so eine Kacke, ne? Das findest du dann öfters mal bei Twitter oder so. Und ich mir denke, danke für die Information, wusste ich gar nicht. Sowas halt, ne? Also so halt solche Weisheiten halt, ne? So mit auf den Weg zu gehen. Wo ich immer denke, ach, heute geht's der Kleinen mal schlecht. Dann kannst du ja mal was Nettes unten drunter schreiben. Aber das haben dann schon tausend andere gemacht, da hab ich gedacht, ach, ich falle eh nicht auf. Was ist denn jetzt zu tun, meine Lieben? Ihr könnt weiter grubbern und ansehen bei Feld 37, 36 und 21 ist auch sofort fertig. Ja, 37, 36. Hört sich an wie ein Plan. 10 und 11 würde ich erstmal machen. Ist am Hof näher. Ach, ich dachte, ihr wärt da schon fertig. Ne, 1, 2, 3, 4 haben wir gemacht. 10 und 11. Ach ja, stimmt. Wir sind da schon auf 10. Auf 10 bin ich da, mache ich gerade. Du kannst natürlich dann nochmal mit dem Dünger, also ich mache jetzt nur schon eine Bittel, dass du mit dem Düngerstreuer nochmal drüber buffen kannst. Gut, aber ich hol den Dünger. Bis gleich. Genau. Bis Pixel. Ciao, ciao. Tschüss. Ich überlege gerade so momentan vom aktuellen Stand her. Ich meine, wenn ihr das seht, ist es eh schon wieder lang her, aber so aktuell, was wenn den Trends momentan los ist? Was sagst du denn zur Neugestaltung von Twitter? Ist das jetzt durch? Ja, also das war ja das überhaupt. Sie haben es angekündigt und ab übernächste Woche wird das wohl verfügbar sein für so, die meisten Benutzer. Ja, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, so lange bin ich jetzt auf Twitter nicht unterwegs, dass ich sagen werde, das ist besser oder schlechter. Ne? Das ist halt ein typisches Like- und Rank-System halt. Ne? Ja, aber also das ist schrecklich. Algorithmisch statt chronologisch. Ich hasse das bei Facebook, wenn ich
dass ich ständig irgendwas vorgeschlagen kriege und ich denke mir, ich wollte das doch gar nicht. Ich möchte gerne in der Reihenfolge, in der es vielleicht auch gepostet wurde, ich sehe da was, oh krass, und dann ist das 3 Tage alt und dann denke ich mir, warum habt ihr mir das vor 3 Tagen nicht gezeigt? Also das ist ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Keine Ahnung, es ist ja erst, dass Twitter seine 10.000 Zeichen da bekommen soll oder so. Also was ja, das ist so verlängertes Gerotze da, weil 140 Zeichen für den manchen scheinbar zu wenig ist. Ich meine, das sollen sie halt auf Facebook gehen, wenn es zu wenig ist. Aber nö, keine Ahnung, das weiß ich nicht so wirklich. Und den YouTube-Trends, ja. Es ist also momentan, wenn ihr das seht, das ist schon längst wieder raus, aber momentan sind bei den YouTube-Trends die ersten 3 Videos in Entschuldigungsvideos. Ist auch geil. Und warum wäre entschuldigt zu stellen? Es war der Beef in YouTube-Deutschland. Ja, wer entschuldigt Mert, sich? Der Mert, irgendwas, Mert Maschera. Ja, ich weiß schon, aber wer entschuldigt sich? Alle 3. Für was denn? Oh Gott. Ja, für den Beef, ne? Ja, wir haben uns jetzt zusammengesetzt, haben das jetzt geklärt, es tut uns leid. Ja, der Beef hat uns gut Klicks und Promo und Abos gebracht, ne? Tschüss, so deutsch übersetzt, ne? Hast halt gemerkt, der Beef war einfach nur ein Promo-Move, um wieder mehr Aufmerksamkeit und mehr Abonnenten zu generieren. Jetzt haben sich alle 3 hingesetzt und auf jeden Fall ist der Streit vorbei, ne? Die Kommentare, ne? Alles voller Dislikes und so. Wer fühlt sich auch verarscht? Ja. Das ist ja typisch halt. Komm, machen wir auch. Die wird dagegen dann ausgespielt, weißt du. Aber die lernen es auch nicht, ne? Die Leute gehen dann. Ja, doch. Wird schon ein paar Minus-Abonnenten hageln, so ist es ja nicht, aber. Und was ist, na gut, ins Minus wird das nicht fallen, selbst wo der Beef war, klar. Da haben die ihre Plus-Abonnenten gemacht, weißt du, wie Minus. Aber, nö, das ist halt typisch YouTube. Das ist schlimm. Aber mit Beef funktioniert das immer. Mit Beef kriegst du immer die meiste Aufmerksamkeit. Weil sich die Leute halt einfach daran ergötzen. Also genau. Klar, da können sie dann schreiben, Hashtag Sinnlos Army, Hashtag Manus Army, Hashtag King Army, weißt du, dann können sie ja posten, sich alle gegenseitig beleidigen, du bist ein Missgeburt, du bist ein Hurensohn. Das Übliche halt, ne? Das ist halt, ne, der negative Höhepunkt mal wieder. Das ist Anfang des Jahres, ne? Also, mal gucken, was da dieses Jahr noch alles auf uns zukommt. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht, nee, das ist wohl wahr. Ist wohl wahr, solange wir uns nicht beefen, passt das doch. Ich denke mal, aus denen alles immer auch raus. Würde ich gern mal beefen. Also Randy, ne? Boah, ich würde gern mal beefen, ja. Dann, tun wir, und dann setzen wir uns nach 2 Wochen hin und sagen, ja, wir haben es wieder vertragen. Ist alles wieder cool. Morgen kommt die nächste Arkendorf-Folge. Ich würde das in den Beef einfach weitermachen. Wir hassen uns zwar momentan, öffnen wir trotzdem. Sehr glaubwürdig. Ja. Der Beef ist ja glaubwürdig. Das ist alles. Was ich eher interessant an sowas finden würde, ist, wer dann alles kommt und sich einmischt. Das würde mich dann immer interessieren, weil da kommen so Leute aus ihren Löchern gekrochen. Weißt du, von denen, die, keine Ahnung, wo du schon denkst, ihre Existenz, die gibt's schon gar nicht mehr. Und dann, wenn sowas ist, dann kommen die nämlich aus ihren Löchern gekrochen und müssen ihren Senf dazu geben. Das habe ich letztes Jahr sehr oft gemerkt. Ist doch immer so, jeder muss seinen beschissenen Kommentar. Das macht der Krieger auch ziemlich oft, wa? Da kriege ich so Kotzen, ey. Jetzt reden wir mal Tacheles, Beef zwischen denen und denen und der mischt dich da ein. Da denke ich mir, Junge, halt dein Maul und mach Videos. Ja, oder? Kriegers eigentlich ist der Papa auf YouTube, muss ich sagen. Aber ja, er ist teilweise macht er Lust. Also wenn ich das manchmal so auf meine Dinger, die ich mal hatte, reflektiere, denke ich mir so, naja, du bist noch ein paar Jahre älter wie ich, du müsstest es eigentlich besser wissen. Hängt sich halt, na, Krieger ist für mich so ein Tauchsieder. Überall reinhängen. Ja. Also ich finde ihn eigentlich auch ganz, ganz cool eigentlich, aber wie gesagt, er hat halt so ein Tauchsieder-Gen. Das ist so das. Ich wundere, dass er sich bei den neuesten YouTube-Beef da nicht mit eingemischt hat, aber als, ich weiß gar nicht, klar, als es damals war mit diesen CEOs hier, Apokalypto-Gerotze da und dieser komische Typ hier mit der Gamescom, ich weiß schon gar nicht mal, wie er hieß. Der ja, aber das war ja auch, das hatte ja wenigstens Game-Bezug und das hatte ja jetzt überhaupt nichts mit Gaming zu tun. Ja, stimmt, ja. Also. Stimmt, ne, deswegen hat er sich, denke ich mir, auch nicht geholfen. Gut, das hat ihn aber auch selber betroffen, das Gamescom-Ding, oder? Ja. Irgendwie schon, ja. Wo am Ende die Wahrheit war, das war sowieso, ne, das wissen wir bis heute nicht, aber, ja. Sieht es wohl wahr. Ja, aber wie gesagt, das ist immer interessant, ich hab's halt selber gesehen, da kommen dann Leute aus ihren...
Was? Rieger hat mal zwei Videos gemacht, Teile. Über YouTube, wo er so mal seine Meinung dazu sagt und so wie alles abläuft, so seine Geschichte erzählt. Das muss ich sagen, hatte ich mir angeguckt, ging wohl 2 Stunden insgesamt oder? Achso, mein Leben als YouTuber. Ja, mein Leben als YouTuber. Fand ich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Also, so wie er das da gemacht hat, das fand ich echt ganz gut. Jo, das stimmt. Im Geisten fand ich zwischendurch dann so, wo er dann, da saß er da so irgendwo und wo dann so, ey, was schleicht der da hinten um mein Auto rum, ey? Boah, fass an, komm, gib mir einen Grund, fassen an! Weißt du, so mal zwischendurch habe ich so gedacht, okay, Krieger. Aber so ist der schon, ich weiß nicht, also ich denke, dass einer, mit dem kannst du in die Kneipe hocken, weißt du? So einfach ich so labern und so. Ich glaube auch, dass der ehrlich ist, also dass das auch eine ehrliche Person ist, wenn der, wenn du... Ja, naja, doch schon, ja. Das ist einer, der sagt halt frei raus. Ja. Das ist halt das Problem, da kommst du halt leider immer öfters hier auf den Punkt, dass halt Wahrheit nicht gerne gesehen wird. Naja, falsch, oder falsch interpretiert halt. In eigene Wahrheit umgewandelt. Naja, so ist das schon was dazu. Vulva. So, und was, hat noch irgendeiner... Lol, wieso steht denn hier der eine Traktor? Ach so, alles klar. Wer erntet jetzt hier gerade? Wo bist du denn? Freezy, oder? Freezy. Ich ernte hier am 24 gerade. Wie viel hast du denn drin, weil der ist gleich voll hier? Ja, ich habe 50% gerade drin. Na dann lärm mal aus hier vorne, dann kann ich den Anhänger gleich mal wegfahren. Weil CCM, Verarbeitung ist auch fast leer mit Mais. Da kommt das Korn in den Tank geflogen. Eieieiei. Voll. Hatte ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass über den Wolken die Freiheit wohl grenzenlos sein muss. Ja. Oh das Gott. Muss, hatte ich, ja, gut, drei... bis hast du jetzt gerade Gott gesagt? Nö. Doch, das war Freezy. Pixel, du kannst mich Tino nennen. Das ist so schrecklich, wenn du singst, Tino. Ich weiß, dass ich schon, dass ich eine Person bin, zu der du auch gerne mal ein Gebet sprechen würdest. Nee, nicht wirklich. Aber nenn mich doch einfach Tino. Es ist okay, Pixel. Es ist okay. Nee, lass mal, ist gut. Ja, wenn es so gut ist, dann über den Wolken! War das, was ihr Vorstadt geschickt hat? Aber das ist. Vorstadt? Ja, du hast in deinen 4 Stunden. Ja, das ist scheiße, das habe ich vergessen nachzugucken. Was war denn das für ein Lied? Keine Ahnung. Ach, Mist. Ja, da stand halt in der Dings drin hier, was er mir. Ja, scheiße, das habe ich. Nee, stimmt, habe ich vergessen. Ach, Mann! Ja, Vorstadt. Ist ein Aufruf an dich. Schick nochmal den Link hier. Ich weiß nicht, hier, ob du das möchtest, Pixel. Doch, mach mal. Ich, das war aber ein Lied extra nur für dich, was ich singen soll. Ja, das ist nicht schlimm. Nicht schlimm? Nee. Also, es läuft ja zurzeit auch Superstar. Nee, wie heißt Deutschland sucht den Superstar? Nicht DSDS. Doch. Es läuft zurzeit DSDS? Ja, da hat mir in der Link die Kommentare geschrieben. Ich wusste gar nicht, wo ist denn, warum war Ding schon dort hier? Da. Der ist. Ja, der war ganz am Anfang, bevor er in den Dschungel gegangen ist. Da war er schon, der ist schon durch mit der ist? Ich meine ja. Ist er weiter? Das ja schon ab, wieso? Ist der weiter? Warum? Der war doch schon mal weiter. Ja. Er ist nicht weiter? Nee. Oh, aber er ist Dschungelkönig geworden. Das weiß ich, das finde ich klasse. Und ich habe, wo Dschungel-Dings angefangen hat, ich habe es ja nicht geschaut, aber meine Freundin hat da eben immer mal reingeschaut, wo es angefangen hat, habe ich zu ihr gesagt, soll ich dir verraten, wer gewinnt? Na, wer denn? Dann sage ich, Menderes wird Dschungelkönig. Da hat sie gesagt, ja, niemals. Und ja, wie soll ich sagen? Menderes ist Dschungelkönig geworden. Ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass dieser Fußballer vielleicht auch gewinnen könnte. Der Vollidiot, Alter. Ja, er war ein Arschloch, ja, aber ich dachte, dass er das Ding macht. Nee. Meh.
Was ist denn geworden? Zweiter oder Dritter, oder nicht? Dritter. In meinen Augen. Da war er ist auch. Da war damals als Fußballer schon unberechenbar. Wie ist denn der? Irgendwas mit M. Dummkopf. Vergesst den Namen auch immer wieder. Aber du sagst jetzt schon. Ich hab da eh einen Kopf, also vom Bild her, ja, aber. Aber irgendwann nicht mit Minsky, Kaminski oder irgendwas. Boah, war das ein Fußballer? Weiß wie ich hab Kaminski ein Fußballer. Kaminski war ein Schauspieler, Mann. Ja, weiß wie ich. Wer ist denn Kaminski? Das hab ich noch nie gehört. Wir sind durch. Meinst du Klaus Kinski? Das ist wieder jemand. Ja, anders. Ja, mein Klaus Kinski. Ich glaube Klaus Kinski, ja. Weiß wie ich mal. Ja, das war ein Schauspieler. Ja, das war aber einer, wir sind der durch, war ja, ja. Komplett vom Schuss weg. Ja. Dann, Leute, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei den anderen vorbei und wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.